Wir alle wissen, dass ich mit meinen extrem beliebten Videos nahezu 100% positives Feedback bekomme. Also in den meisten Fällen. Okay, manchmal. Aber woran liegt es, dass Videos wie vor allem das letzte so viele Dislikes generieren? Das schauen wir uns noch einmal genauer an, denn ich reagiere heute auf Hate-Kommentare. Also ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass es mehr Dislikes gibt, weil der Typ, um den es ging in dem Video, hat schließlich 30.000 Abonnenten hinter sich. Also nur knapp 150 Daumen runter bei fast 20.000 Aufrufen. Also wenn wir jetzt mal ganz stark vermuten, dass 90% der Leute, die das Video gesehen haben, von seinem Kanal kommen, weil mir einfach die Reichweite fehlt, um pro Video 20.000 Klicks zu generieren, überrascht es mich schon, dass die Mehrheit scheinbar auf meiner Seite steht. Aber wollen wir uns mal nicht nur auf das Like-Dislike-Verhältnis konzentrieren, sondern vor allem auch auf die Kommentarsektion. Denn da gibt es einige, welche, sagen wir mal so, ganz klar bekennen, aus welcher Community sie stammen. Also gehen wir doch jetzt mal auf jeden einzelnen dieser Hate-Kommentare ein. Digga, du siehst aus wie ein Neandertaler von Berkay Berlin. Ich kann es nicht länger geheim halten. Mein Vater ist Fred Feuerstein. Du Lappen. Dan sucht dir ein eigenes Format und klaut den Leuten nicht ihre Iden. Von Vedat 95. Kannst du das nochmal in Deutsch schreiben? Wow, sein Bart ist so richtig reingeschissen. Von Sinan Karakurt. Kurt. Kurt ist geil. Kurz und knapp gesagt, ich konnte gestern landen. Bei einem Mädchen. Warum sagst du das Agri nicht selbst? Da hat er doch auch irgendwo recht. Ich meine, so nennt er sich selbst. Und das ist ja auch der Name seines Kanals. Du versuchst hier einfach nur ein Video zu machen über etwas, das absolut kein großes Problem ist. PS, du Ratte. Ich meine, der Kommentar hat am Anfang schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es endlich einer ist, der ein bisschen Kritik äußern kann. Aber es fällt mir schwer, diesen Kommentar irgendwie ernst zu nehmen, wenn dann unten steht PS, du Ratte. So. Wieso macht man diesen Kommentar dann mit dem Punkt kaputt? Ja, meine Antwort war da ein bisschen ausführlicher. Das ist auch der einzige, auf den ich mal so ein bisschen näher eingehe, um jetzt mal schon einen kleinen Spoiler vorwegzunehmen. Bevor du Kommentare verfasst zu einem Thema, über welches du ein Urteil fällen möchtest, solltest du dich zuerst richtig damit beschäftigen. Im Recht ist der in dem Fall belegen kann, dass ein wirtschaftlicher Schaden bzw. Nachteil entstehen kann durch die Nutzung eines rechtlich geschützten Markennamens durch Dritte. Dem ist nicht so und das wurde in dem Video ausreichend erklärt, warum dem so ist. Man muss es sich halt nur mal komplett anschauen. Wer fremden Leuten mit Anwälten droht, obwohl er dafür keinerlei Grundlage hat, muss wohl damit rechnen, sich ein Eigentor zu schießen. Somit widersprichst du dich nicht nur, erst Welle machen und dann denunzieren, es sei ja keine große Sache und letztendlich unsachlich und beleidigend dem Schutz deiner Anonymität, weil eben einfach die Argumente fehlen. Danach kam ein Kommentar, wo er kurzfassend gesagt hat, stell dir vor, ich hätte einen Bruder, der auch einen Bart hat, dann würde ich sehr gern dein Gesicht sehen, wenn wir unseren Kanal Beard Bros TV nennen. Und auch da wurde mir dann wieder bewusst, er hat das Video nicht wirklich geschaut, sondern setzt absolut gleich, dass der Kanalname und das Kanallogo genau dasselbe ist, wie wenn man einen Namen von jemand anderem in der Videobeschreibung oder in den Titel einfügt. Wow, wozu habe ich so ein langes Video gemacht, wenn keiner den Intellekt besitzt, zu verstehen, um was es wirklich ging? Oh Mann, ey. Opfer von Nico Sacchiri. Täter. 1:1 Kopie von ihm. Was soll überhaupt dieser Scheißbart? Ihr seid jung, könnt ihr tragen, wenn ihr alt seid. Aber jetzt schon so ein Bart? Widerlich. Von Albert Toro. Endlich einer, der erkannt hat, dass wir Zwillingsbrüder sind. Aber warum wir jetzt schon so ein Bart tragen, ist relativ einfach zu erklären. Frag doch einfach mal das Mädchen, auf welches du schon so lang stehst. Welche sich aber nicht mit dir trifft und sich lieber mit anderen Männern mit Vollbart trifft. Bleib mal ruhig, du mit deinem Riesen-Melonenkopf-Hund. Riesen-Melonenkopf-Hund? Really, nigga? Und nun haltet euch fest, denn jetzt kommen die wirklich konstruktiven Kommentare. Oh Mann, bist du hässlich? Von Pata Ritz. Bist du behindert? Von Hassan Demir. Halt dein Maul, du Fisch. Von Philipp Play Gameplay.
Was bist du für ein herzlicher Vogel von Muhammad Bang? Oh Gott, ich will einfach nur lachen gehen. Kleiner Zwerg mit einem Waffenschädel von iPhone Junkie. Also eine Sache muss ich echt loswerden. Ich bin extrem gerührt, wie viele Leute sich scheinbar Sorgen um meine Gesundheit machen. Aus diesem Anlass habe ich jetzt tatsächlich mir einen Termin geben lassen bei meinem Allgemeinarzt, da ich diese Behinderung bzw. ungewöhnlichen Abweichungen in Größe und Form meines Schädels sowie eventuelle Körperlängendifferenzen einfach mal abklären möchte. Ich denke, da nehme ich die Kamera einfach auch mit, damit ihr als Erste wisst, ob es mir wirklich gut geht. Also wenig auffällig ist ja schon, dass sich manche Kommentare sehr ähneln. Deutlich wird das auch in diesem Fall hier. Das scheint manchmal fast so, als ob das ein und dieselbe Person schreibt. Könnten da vielleicht Fake-Accounts im Spiel gewesen sein? Auch die Namen der meisten Kommentare wie Bekai, Berlin, Sinan, Vedat, Hassan, Mohammed von den Kennex damit Shisho lassen vermuten, woher unsere sachlich kompetenten und völlig ausgereiften Barbershop-Gänger kommen. Ich bin der Kastil, das weißt du doch! Ehrlich gesagt muss man auch nicht lange suchen, wenn man sich mal ein paar Videos von dem Herrn Agri anschaut. Da findet man schon viele dieser Namen in den ersten Kommentaren wieder. Oh, was für eine Überraschung. Aber was hab ich auch erwartet. Dass seine Fans nicht die hellsten sind, das wissen wir ja spätestens seit dieser Saturn-Story, welche ich schon mal angedeutet habe, weil die ihm einfach auch jeden Scheiß abkaufen, den er so labert. Ich persönlich würde mich schon allein dafür schämen, wenn ich sehe, dass meine Fans einfach nicht in der Lage sind, bei anderen Leuten Videos zu kommentieren und dabei sachliche Kritik zu äußern. Aber viel lieber bin ich dann einmal mehr stolz, auf welchem Level meine und man bedenke viel kleinere Community fähig ist, mit anderen zu kommunizieren. Das allererste Mal habe ich tatsächlich tiefstes Verständnis für den Herrn Agri aka Bartmann. Denn nachdem er wahrscheinlich selbst merkte, dass diese ganze Aktion, die er da gerissen hat, im eigenen Tor landete, kann ich nun umso mehr verstehen, warum er nicht hinter diesen Fans stehen möchte. Und einem sowieso die Argumente fehlen, um zu dieser Sache Stellung zu beziehen, was ja bei den ganzen Kommentaren auch eigentlich genau dasselbe war. So ist das eben, wenn man einem kleinen, trotzigen Kind die Sandkastenschaufel wegnimmt. Denn das weiß ich einfach manchmal nicht besser zu helfen, als wild kreischend und weinend um sich zu treten und zu schlagen.